Und wir kommen zu Punkt 23 der Tagesordnung, dem Gesetzpunkt der Fraktion Die Linke, Drucksache die Nummer 19/3844 betreffend bedarfsdeckende sanktionsfreie Grundsicherung statt Hartz IV. Als erster Schritt müssen 2017 die Regelsätze deutlich erhöht werden, zusammen mit Drucksache 19/3882, dem Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend erfolgreiche Maßnahmen in Hessen zur dauerhaften Vermittlung in den Arbeitsmarkt und zur Verhinderung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Redezeit 10 Minuten je Fraktion zur Begründung und Einbringung des Antrags. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Frau Kollegin Schott gemeldet. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! DIE LINKE bringt heute diesen Antrag ein, weil wir an ihre soziale Verantwortung appellieren wollen. Die vom Bundesarbeitsministerium vorgelegten Neuberechnungen der Regelsätze bei Hartz IV und der Sozialhilfe verschlechtern die Lage der betroffenen Menschen und sichern ihnen nicht den notwendigen Lebensunterhalt, wie es Artikel 28 der Hessischen Verfassung beschreibt. Lassen Sie mich hier insbesondere erläutern, warum wir beantragen, dass Hessen im Bundesrat den Änderungen der Regelsätze bei SGB II und SGB XII nicht zustimmen sollte. Warum wir stattdessen anregen, dass von Hessen eine Bundesratsinitiative ausgehen soll, die das Existenz- und Teilhabeminimum gewährleistet, also eine bedarfsdeckende Grundsicherung, wie mit Artikel 1 des Grundgesetzes vereinbar ist. Das Bundesverfassungsgericht hat der Bundesregierung am 23. Juli 2014 Vorgaben gemacht. Damals wurden zwar die Regelsätze als derzeit noch mit dem Grundgesetz vereinbar bewertet. Doch in wesentlichen Punkten verlangte das Gericht, dass der Gesetzgeber dringend nacharbeiten muss. Und jetzt, da die Regelsätze vom Bundesarbeitsministerium überarbeitet wurden, besteht die Unterdeckung in den meisten der genannten Bereiche leider weiter. Ich möchte nachdrücklich auf die Bedeutung dieser Versäumnisse hinweisen. Die bestehende Unterdeckung schließt mehr Menschen von der gesellschaftlichen Teilhabe aus und verschärft das Armutsrisiko. Ein wachsender Teil der Bevölkerung ist schon arm oder von Armut bedroht. In Nordhessen liegt die Armutsquote mit 6,3% über dem bundesweiten Durchschnitt. In der Rhein-Main-Region beträgt sie 12,5%. Hartz IV und Grundsicherung sind also kein Problem von unbedeutenden Randgruppen, die, wie landläufige Vorurteile unterstellen, zu ungebildet oder zu faul sind oder zu viel Alkohol trinken. Von Armut betroffen sind Beschäftigte im Niedriglohnsektor, aber auch Akademiker, die jahrelang nur Hilfsjobs bekommen haben. Vor allem aber steigen die Kinderarmut und die Armut im Alter. Im Durchschnitt leben fast 17% der hessischen Kinder unter 18 Jahren in Familien, die arm sind. In Städten wie Offenbach, Wiesbaden, Kassel, Frankfurt und Darmstadt bewegt sich die Spanne von 34% bis 20%. Dabei fällt auf, es sind besonders die Familien mit kleinen Kindern, bei denen die Eltern Grundsicherungsleistungen beantragen müssen. Und es ist auch kein vorübergehendes Problem. Die Zahlen steigen in Hessen, und fast 60% dieser Kinder sind 3 Jahre und länger mit der Situation konfrontiert, dass nie genügend Geld vorhanden ist. Und mehr als 14% der hessischen Rentnerinnen und Rentner sind arm. Diese Zahlen werden in dem Maß steigen, dem Grundsicherungsempfängerinnen in das Rentenalter kommen, da seit einigen Jahren keine Rentenbeiträge mehr für diese abgeführt werden. Bei dieser Personengruppe haben wir den größten Teil an verdeckter Armut. Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet und für die Gesellschaft aktiv waren, schämen sich, zum Sozialamt zu gehen und Grundsicherungsleistungen zu beantragen. Die Landesregierung betont immer, dass Hessen wirtschaftlich gut dasteht. Trotzdem wächst die Armut und die Gefahr, in Armut abzurutschen. Eine Verschärfung der Armut und eine weitere Spaltung der Gesellschaft kann aber niemand tatenlos zusehen. Wir wollen das auf keinen Fall. Es liegt auch in der politischen Verantwortung dieses Landtags, dass eine Sozialpolitik gemacht wird, die Armut verringert. Das ist mit den vorliegenden Änderungen der Regelsätze im Sozialgesetzbuch nicht der Fall. Diese werden im Übrigen nicht nur von uns kritisiert. Stellvertretend für viele Organisationen und Institutionen der Wohlfahrtspflege möchte ich die Kritik des Deutschen Caritasverbandes zitieren.
Es ist entscheidend, dass die Grundsicherung fair berechnet wird. Der Verband ist aufgrund einiger Berechnungen der Auffassung, dass die Beträge derzeit zu niedrig sind. So sagt der Präsident Dr. Neher, der Regelbedarf für Erwachsene sollte um rund 60% pro Monat erhöht werden. Auch dann wäre das Leben der Grundsicherungsempfänger weiterhin von Knappheit geprägt. Aber die Erhöhung würde ihnen ein wenig mehr Spielraum in ihrem Alltag verschaffen und den Stress mildern, der dem materiellen Mangel folgt. Andere Organisationen kommen auf noch höhere Beträge, die erforderlich sind. Alle kritisieren aber den aktuellen Gesetzentwurf. Es gibt zwar ein paar kleine Verbesserungen, der Regelsatz für Kinder von 6 bis 14 Jahren wurde erhöht, auch wenn dieser noch nicht ausreichend ist. Ein Teil der Menschen mit Behinderung hat jetzt eine kleine Entlastung. Dennoch bleibt eine wesentliche Unterdeckung bei Behinderung bei den Behinderten, die allein in einer Wohngemeinschaft oder einer Einrichtung leben. Viel schwerer wiegen aber die Probleme bei der Neuberechnung der Regelsätze. 2011 wurde die Referenzgruppe für die Berechnung der Regelsätze geändert. Man nimmt nicht mehr die 20% der Ärmsten, sondern nur noch die unteren 15%. Einbezogen in diese Referenzgruppe sind die Personen, die selber im ALG II Leistungsbezug sind, weil ihr Einkommen zu gering ist, und die Personen, die keinen Antrag stellen, aber trotzdem arm sind. Allein dieser statistische Eingriff kostet jeden Grundsicherungsempfänger nach Berechnung des Paritätischen rund 20 € im Monat. Dass kein Alkohol und keine Tabakwaren im Regelsatz enthalten sind, dafür bekommt man ja in manchen Kreisen durchaus Applaus. Mein Problem ist allerdings die unredliche Berechnung. Es wurden keine Sonderauswertungen bei den sozusagen enthaltsamen Haushalten vorgenommen. Und Grundsicherungsempfängerinnen haben sich nicht in Cafés zu treffen oder an Imbissbuden etwas zum Essen zu holen. Ein Familienbesuch im Restaurant soll für sie unerreichbar sein. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, wenn Sie das nächste Mal irgendwo mit Freunden oder bei einem Geschäftsessen sitzen, dass Sie sich deutlich machen, es geht dabei ja nur ausschließlich um Nahrungsaufnahme. Darüber hinaus gibt es aber die Positionen, die seit Langem unterfinanziert sind. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber aufgegeben, fortlaufend zu prüfen, ob das Existenzminimum bei den Leistungen für Energie noch gedeckt ist. Die steigende Zahl von Stromabschaltungen, 2014 waren es 352.000 bundesweit, zeigt, dass da etwas nicht stimmt. Energieversorgung ist eine elementare Sache. Ohne Strom gibt es kein Licht, oft keine Heizung und kein warmes Wasser, keine Kühlung, keine Möglichkeit, sich Essen oder ein heißes Getränk zubereiten. Energiesperren aus Armutsgründen müssen untersagt werden. Die Stromkosten sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Ein Ein-Personen-Haushalt muss bei einem durchschnittlichen Verbrauch etwa 9 € mehr ausgeben, als im Regelsatz enthalten sind. Das darf so nicht sein. Ich kann Ihnen das für alle Kategorien der Regelsatzberechnung vorrechnen. Dafür bräuchten wir aber den restlichen Tag. Ich möchte noch drei Themen an der Stelle ansprechen. Das sind die 32,90 € für Verkehrsausgaben. Die Bundesregierung geht davon aus, dass ein Grundsicherungsempfänger kein Pkw benötigt. Für die, die arbeiten, gäbe es ja den Mehrbedarf. Das fände ich ja wunderbar, wenn man überall in Hessen ohne Pkw mobil sein kann. Ganz Sportliche können es mit einem Fahrrad versuchen. Aber wer sich ein Fahrrad kaufen will, muss dafür sehr lange sparen, denn es sind genau 81 Cent im Monat für ein Fahrrad vorgesehen. Würde also ein gebrauchtes Rad 180 € kosten, müssten Sie 222 Jahre sparen. Ich weiß nicht, wie gut Sie dann noch Fahrrad fahren können. Im öffentlichen Nahverkehr kommen Sie damit auch nicht weit. In Wiesbaden kostet eine Fahrkarte 202,20 €. Das bedeutet, Sie können den Bus etwa 7-mal im Monat benutzen. Bei der Anschaffung von existenznotwendigen langlebigen Konsumgüter oder von Brillen gibt es schon nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts eine deutliche Unterdeckung. Da bleibt den meisten nichts anderes übrig, als ein Darlehen aufzunehmen. Das muss dann wieder abgetragen werden. Das sind noch 30 € weniger im Monat, die Sie haben. Am schlimmsten ist es aber bei der Unterdeckung mit den Kindern. Die Referenzgruppe war viel zu klein, um den Bedarf zu ermitteln. Das Mindeste wäre gewesen, eine Plausibilitätsüberprüfung der Zahlen zu machen, weil es wird doch jedem vernünftigen Menschen sofort klar, dass 83 € für einen jungen Mann zwischen 14 und 18 eben nicht reicht, um den Bedarf an Schuhen für ein ganzes Jahr zu decken.
und es wird auch deutlich, dass Sie mit 2,63 € eben kein Kind vernünftig ernähren können. Da gibt es ganz andere Berechnungen, was notwendig wäre. Wie es allerdings möglich sein soll, Toilettenpapier, Papiertaschentücher und ähnliche Hygieneartikel, z.B. auch Windeln, für 3,87 € im Monat zu kaufen, das ist überhaupt nicht machbar. Dazu kommen die Ein-Eltern-Familien. Da braucht es natürlich einen Mehrbedarf, weil in zwei Haushalten leben kostet mehr Geld. Und es gäbe noch viel, viel mehr zu diesem Gesetz zu sagen, weil wie sich die Agenda 2010 auf die Arbeitswelt ausgewirkt hat, darüber haben wir schon gesprochen. Wir brauchen eine bedarfsdeckende Grundsicherung, die das Existenz- und Teilhabeminimum sicherstellt. Meine Damen und Herren, setzen Sie ein Zeichen für eine Wende in der Sozialpolitik. Machen Sie sich dafür stark, dass Armut abnimmt und nicht weiter ansteigt. Lehnen Sie im Bundesrat die Änderungen der Regelsätze beim SGB II und 12 ab. Dringen Sie auf eine Bundesinitiative, die eine bedarfsdeckende Grundsicherung ausarbeitet und damit endlich dem Verfassungsauftrag gerecht wird. Das wäre eine gute Sozialpolitik im Interesse der Menschen, auch in diesem Land. Dass es viele davon gibt, die betroffen sind, habe ich Ihnen vorhin gezeigt. Zeigen Sie, dass Ihnen diese Menschen nicht gleichgültig sind. Bewegen Sie sich in diese Richtung. Sorgen Sie dafür, dass die Menschen endlich teilhaben können am gesellschaftlichen Leben, ohne in Armut zu leben, vor allem die Kinder und die Alten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Schott. Als nächstes hat das Wort Frau Kollegin Klaff-Isselmann für die Fraktion der CDU. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der erste Artikel unseres Grundgesetzes. Ein Mensch behält unter anderem dann seine Würde, wenn er seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann und nicht auf staatliche Hilfe angewiesen ist. Unser erklärtes Ziel ist immer, dass jede Bürgerin und jeder Bürger einen Arbeitsplatz hat. So kann man sich selbst verwirklichen und seine Zukunft eigenhändig und in Eigenverantwortung gestalten. Wirkungsvolle Sozialpolitik. Und in diesem Punkt unterscheiden wir uns generell und sehr grundlegend von den LINKEN. Wirkungsvolle Sozialpolitik unterstützt die Menschen in ihrer Selbstbestimmung, in ihren eigenen Anstrengungen und gibt ihnen Hilfe zur Selbsthilfe. Dennoch kann es sein, dass Menschen unverschuldet in Not geraten. Hier greift der Sozialstaat. Denn für uns alle gilt das Solidarmodell. Keiner wird im Stich gelassen. Den Menschen geht es so gut wie nie in Deutschland und in Hessen. Nicht nur dank seiner starken Wirtschaft und einem Rekord an Anzahl von Arbeitsplätzen, sondern auch, weil der Sozialstaat in unserem Land so leistungsstark ist und niemanden zurücklässt. Niemanden. Unsere hohen sozialen Standards sind in Europa und der Welt einmalig. Denn unser Sozialsystem bietet jedem Menschen ein Zuhause und die finanziellen Mittel, um am Leben der Gesellschaft teilzunehmen. Ob jung oder alt, gesund oder krank, gleich welcher Herkunft und welchen Geschlechts. Jeder Bürger und jedem Bürgerin ist eine Teilhabe möglich. Unsere Maßnahmen dienen dem Vorbeugen von Armut und von sozialer Ausgrenzung. Sie schaffen Chancengerechtigkeit. Das alles dank einer ausgewogenen Sozialpolitik hier in Hessen von CDU und Bündnis 90 den Grünen. Die Fakten sprechen klar für unsere Politik. Diese Fakten sind über jedwede Polemik und Scharfmacherei erhaben. Da sind z.B. das Sozialbudget Hessens und eine simple Zahl, 70 Millionen €. Mit dem hessischen Sozialbudget unterstützt die Hessische Landesregierung soziale Angebote in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Die Mittel sind für nicht investive soziale Maßnahmen bestimmt. Die Verwendung dieser kommunalisierten Landesmittel
wurde in entsprechenden Zielvereinbarungen zwischen dem Land Hessen, dem Landeswohlfahrtsverband Hessen und den einzelnen Gebietskörperschaften festgelegt. Über die Verteilung der kommunalisierten Landesmittel entscheiden die Gebietskörperschaften jedoch eigenständig. So gewährleisten wir eine schnelle und nachhaltige Hilfe. Durch diese Mittel richten wir ein starkes Signal der Wertschätzung auch an Verbände und Institutionen, die hilfebedürftige Menschen unterstützen, um ihnen eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Planungssicherheit. Wir gewähren damit Planungssicherheit für all diese Einrichtungen. Wir fördern Familien und unterstützen sie in allen Belangen. Im Bereich der Förderung für Familien wird unter anderem die Förderung der Familienzentren weiter ausgebaut. Familienzentren stellen ein wichtiges regionales Instrument in Hessen dar, um eine flächendeckende, familienbezogene Infrastruktur aufzubauen. Die Familienzentren bieten für alle Generationen sowie für jede Lebensphase wohnortnahe Hilfen. Von der Kinderbetreuung bis zur Seniorenarbeit stehen in den Familienzentren die unterschiedlichsten Angebote zur Verfügung. Die Familienzentren holen die Menschen dort ab, wo sie im Alltag stehen, und bieten ihnen zielgenaue Hilfen sowie effektive Entlastung und leiten zur Selbsthilfe an. Wir haben die Familienkarte eingeführt. Bereits 500.000 Hessen und Hessinnen nutzen sie. Sie bietet Informationen und Vergünstigungen für die ganze Familie, unter anderem bei Kultur, Freizeit, Sport, Bildung und Mobilität. Auch beinhaltet die Familienkarte eine Unfallversicherung für die Familie. Wir fördern Kinder. Das Kinderförderungsgesetz bildet dazu eine anspruchsvolle Rahmenbedingung. Wir investieren deutlich mehr Geld in die Kinderbetreuung für bessere Qualität, für mehr Gerechtigkeit, für alle Eltern und ihre Kinder. Denn kein Kind soll zurückgelassen werden oder ausgegrenzt werden. Mit der Investition von 460 Millionen € jährlich in die Kinderbetreuung fördern wir auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Karriere. Wir fördern die Schuldnerberatung. Sie ist essentielle Unterstützung für Menschen in prekären Verhältnissen, um wieder in ein geordnetes und selbstbestimmtes Leben einzutreten. Hier gilt das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe, und ich erinnere an meine einleitenden Gedanken um ein Leben in Würde. Wer sich selbst helfen kann, geht mit gestärktem Selbstbewusstsein aus einer misslichen Lage hervor. Wir setzen Standards für gute Bildung. Über 9.000 neue Lehrer in den vergangenen 16 Jahren. Ein Lehrer-Schüler-Verhältnis von 1 zu 15. Eine bundesweit einmalige Unterrichtsversorgung von 105% im Landesdurchschnitt. Das Nachbarland Rheinland-Pfalz zum Beispiel kann davon nur träumen. Bildung ist die Voraussetzung für eigenes Auskommen und selbstbestimmtes Leben. Wir schaffen gute Rahmenbedingungen für neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Denn auch das ist Teil guter Sozialpolitik. Für Langzeitarbeitslose wurde das neu initiierte Förderangebot Kompetenzen entwickeln, Perspektiven ermöglichen realisiert. Das Langzeitarbeitslosenprogramm hilft dabei, einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachzugehen und sich gleichzeitig praxisnah zu qualifizieren, um den langfristigen Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu schaffen. Mit 5,1% ist die Arbeitslosenquote derzeit so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. 2,4 Millionen Menschen in Hessen haben eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, ein Rekord. Hessen gehört zu den wirtschaftsstärksten Ländern in Deutschland. Neue und mehr Arbeitsplätze bilden die Grundlage zur Finanzierung unserer sozialpolitischen Errungenschaften. Hiervon profitieren alle. Auch künftig werden wir die ökonomischen und sozialen Herausforderungen anpacken.
Wir werden Menschen in Not helfen, die sich nicht selber helfen können. Ich fasse zusammen. Ein starkes Sozialbudget, Familienzentren, Kinderförderung, Familienkarte, Schuldnerberatung, mehr Lehrer, gute Bildung, neue Arbeitsplätze. Das alles garantiert ein starkes und soziales Hessen. Prävention und Intervention bilden das Fundament sozialer Gerechtigkeit. So gelingt ein erfolgreiches Miteinander. Wir laden Sie ein, daran mitzuwirken. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Klaff-Isselmann. Als Nächstes hat sich zu Wort gemeldet der Kollege René Rock für die Freien Demokraten. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen von der CDU, die Zielrichtung des Antrags der LINKEN war, glaube ich, etwas konkreter ausgelegt. Es ging darum, wie es im SGB II mit der Frage der Angemessenheit der Leistung zu tun hat. Ich weiß nicht ganz, wie in die Debatte das so 100% reinpasst, was Sie jetzt hier vorgetragen haben. Aber ich werde da noch einmal in Ruhe darüber nachdenken in der Mittagspause. Vielleicht fällt mir noch ein Ansatz dazu ein. Oder es kommt ein Redner nach mir, der das noch einmal nachhaltig erläutern kann. Vielleicht Herr Bocklet zum Beispiel. Der wird sich wahrscheinlich dafür einsetzen. Aber zur Sache. Erst einmal noch einmal, ich glaube, das muss man heutzutage machen. Wir als Freie Demokraten stehen weiter zu den Hartz-Gesetzen, zu den sogenannten. Sitzen Sie falsch? Zu den sogenannten Hartz-Gesetzen. Das muss man hier noch einmal vorwegschicken. Der Grundsatz, dass Menschen aus der Sozialhilfe heraus einen Weg finden in Beschäftigung. Jeder, der 3 Stunden am Stück am Tag arbeiten kann, der in der Sozialhilfe früher war, dass der jetzt eben versucht wird, eine Arbeitsstätte zu vermitteln, auch das Aufstocken immer gewollt war, um als Brücke in den Arbeitsmarkt zu gelten. Auch dazu stehen wir weiterhin, wobei ich immer noch einmal ausdrücklich sagen möchte, nach den Erfahrungen, die wir mit den Hartz-Gesetzen gemacht haben, ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir eine Langzeitarbeitslosigkeit haben, die sich verfestigt. Und darum muss man sich Gedanken machen, wie man dieses Gesetz effizienter und weiterentwickelt. Auch das will ich hier am Anfang voranstellen. Und da gibt es für mich eine grundlegende Frage. Man kann sich jetzt im Klein-Klein verlieren, aber ich glaube, es gibt eine grundsätzliche Frage. Es muss ein zweites gleichrangiges Ziel in den Hartz-Gesetzen geben. Neben dem Ziel der Arbeitsvermittlung muss das Ziel der Qualifizierung stehen. Nur mit dem gleichrangigen Ziel der Qualifizierung in den Hartz-Gesetzen ist es dann auch, oder in SGB II, es ist ja eines der 4 im SGB II, ist es, glaube ich, angemessen, auch weiterhin zu versuchen, Menschen dauerhaft aus dieser Situation herauszuführen. Und darum, glaube ich, sollte man die 2 grundsätzlichen Bemerkungen noch einmal vorab stellen, bevor man sich mit den Details hier auseinandersetzt. Wir haben eigentlich gar nicht so viel Spielraum bei der Frage, wie sich der Satz für das SGB II zusammensetzt, weil es durch die Verbände angestoben 2 Urteile des Bundesverfassungsgerichts dazu gab und es 2014, glaube ich, auch eine endgültige Überprüfung der Systematik, in der die Bundesregierung die Sätze ermittelt, auch gab. Also die Spielräume sind nicht so unermesslich, wie das hier dargestellt wird, sondern es gibt eigentlich einen klaren Rechtsrahmen, in dem diese Sätze ermittelt werden. Das muss man feststellen. Und dann kann man vielleicht auch noch einmal darauf hinweisen, Frau Schott, Sie haben ja jetzt, sage ich jetzt mal, diese Kleinbeträge für die einzelnen Leistungen herausgegriffen. Aber Sie wissen doch ganz genau, dass bei der Entwicklung vom SGB II und der Vergütung die grundsätzliche Frage gestellt worden ist, soll es Einzelanträge für jede Leistung geben? Oder wollen wir die Selbstbestimmtheit der Menschen, die von diesen Leistungen abhängig sind, dadurch sicherstellen, dass es einen Durchschnittsbetrag gibt, wo aber die Menschen selbst entscheiden können, was sie mit dem Geld machen? Das war die Grundüberlegung, die man zugrunde gelegt hat. Und darum gibt es ja dieses Sammelsurium von prozentualen Anrechnungen, die sozusagen als Beleg gegenüber den Gerichten da sind, um auf eine Summe zu kommen, die dann aber natürlich in einem Monat für das oder im nächsten Monat für etwas anderes ausgegeben werden können. Das ist ein Teil der Systematik, die dieser Ermittlung zugrunde legt. Das ist nun einmal so. Und die ist ja auch vom Bundesverfassungsgericht als rechtmäßig und überprüft festgestellt worden. Und das waren die Sozialverbände, die das ermittelt haben.
Aber ich möchte auf ein Thema ganz speziell eingehen. Und das ist auch, sind Sie ja auch, Frau Schott, extra darauf eingegangen. Das sind die Steigerung der Energiekosten. Die Steigerung der Energiekosten, die absolut überdurchschnittlich und signifikant sind. Also vor allem Stromkosten natürlich. Wir haben, das ist vielleicht nicht jedem bewusst, der sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, nicht so intensiv, weil er kein Fachpolitiker ist, mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ist es so, wir haben natürlich das Wohngeld, das bezahlt wird, dann haben wir die Heizung, die bezahlt wird. Ja, also wir haben diese zwei Blöcke, die sozusagen von den realen Kosten abgeleitet werden. Und dann haben wir schon, ich weiß jetzt gar nicht mehr das Jahr, die Erzeugung von Wärme mit Strom auch extra, weil damals schon klar war, die Energiekosten für die Erhitzung von Wasser sind auch mittlerweile ein Grundbedürfnis. Und deshalb werden sie auch speziell und nicht im Allgemeinsatz verwendet. Und da ist es natürlich aus meiner Sicht, und das muss man sich einfach mal vor Augen führen, wenn Sie heute, und der Paritätische Wohlfahrtsverband hat darauf hingewiesen, er geht davon aus, dass 140.000 Haushalte in Deutschland letztes Jahr vom Strom abgeklemmt worden, Hartz-IV-Haushalte, das sind 350.000 insgesamt, aber Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften, 140.000 sind letztes Jahr vom Strom abgestellt worden, Stromsperre. Und jetzt will ich Ihnen noch einmal deutlich machen, was das für diese Menschen bedeutet. Keinen Strom. Wenn Sie keinen Strom in Ihrem Haus haben, leben Sie in einer Höhle mit Türen und Fenstern. Sie haben keine Kühlung, Sie haben keine Heizung, Sie haben keine Kommunikation, Sie haben kein Licht. Sie leben in einer Höhle mit einer Tür und einem Fenster oder mehreren Fenstern. Und das womöglich im Winter mit einer Familie. Und das ist ein Umstand, dem ich jetzt mittlerweile auch, weil er sich zugespitzt hat, Rechnung tragen muss. Und darum ist es wahrscheinlich auch erforderlich, dass wir die Stromkosten ebenfalls herausnehmen und die komplett sicherstellen, dass diese Stromkosten bezahlt werden, weil es nicht mehr darstellbar ist, dass 140.000 Bedarfsgemeinschaften in einer Höhle leben müssen in unserem Land. Jetzt werde ich auch erwartungsgemäß noch einmal sagen, man könnte auch die Energiepolitik in Deutschland ändern. Das ist nämlich eigentlich die Ursache dieser Entwicklung. Und darum werde ich Ihnen das gerade speziell auch noch einmal für die Kollegen der GRÜNEN erklären, warum gerade Bedarfsgemeinschaften insbesondere von dieser Belastung betroffen sind. Jeder hier in dem Raum hat sich sicherlich schon einmal Gedanken gemacht, ist eine Flat-Tax in Deutschland sinnvoll oder nicht. Wir haben das ja diskutiert, die SPD hat dazu mal einen Wahlkampf gemacht, die CDU auch. Flat-Tax ist in Deutschland nicht akzeptiert. Was haben wir in der Energieversorgung? Wir haben eine Flat-Tax. Jeder Bürger hat in seinem Lebensumfeld den gleichen Stromverbrauch im Schnitt. Jeder Bürger hat den gleichen Stromverbrauch im Schnitt, und anhand dieses Stromverbrauchs muss er eine Abgabe bezahlen. Und wenn ich jetzt eine große Familie habe, sind mehrere Menschen in diesem Haushalt, und also muss ich mehr Abgaben bezahlen als jemand, der z. B. allein lebt. Und es ist völlig egal, ob ich 1 Million Jahreseinkommen habe oder ob ich 405 € Monatseinkommen habe. Ich muss den gleichen Anteil einer Abgabe zahlen. Jetzt hören Sie gut zu, Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN. Und das kommt in einen Topf. Das sind mittlerweile wahrscheinlich 30 Milliarden €. Die kommen in einen Topf. Und wer kann reingreifen? Nur der Geld hat zum Investieren. Nur der Geld hat zu investieren, Eigentumswohnungen oder Eigenheim, wo er eine Solaranlage drauf macht, sich ein paar hundert Euro eine Windkraftanlage kaufen kann. Nur der kommt an diesen Topf ran. Das ist die brutalste Umverteilungsmaschine von denen, Menschen, jeder zahlt zwanghaft ein, weil jeder muss Strom verbrauchen und große Familien mehr. Der Anteil der Menschen, die kein Geld haben, ist besonders betroffen. Und nur die, die Kapital zum Investieren haben, können an das Geld kommen. Also, liebe Kollegen von LINKEN, wenn Sie jetzt einmal ausblenden, dass ich das gesagt habe, stellen Sie sich vor, Oskar Lafontaine hätte das gesagt. Und dann denken Sie noch einmal über Ihre Politik nach, die Sie hier immer vertreten. Weil Sie haben recht, die Energiekosten sind nicht mehr tragbar für die Menschen, die nicht so viel Einkommen haben. Und darum muss es da auch ein Umsteuern der Politik geben. Also, ich will es noch einmal an der Stelle deutlich machen. Wir haben mittlerweile tatsächlich eine Situation in unserem Land, dass die Energiekosten dazu führen, dass niedrige Einkommen, die jetzt existenzielle Auswirkungen für sie haben. Wir haben über 300.000 Stromabschaltungen für alle Bürgerinnen und Bürger.
und natürlich bei den Menschen, die hier von Hartz IV leben müssen, in besonderer Weise. 140.000 schätzt der Paritätische Wohlfahrtsverband, mit katastrophalen Folgen für die Bedarfsgemeinschaften. Stellen Sie sich vor, im Dezember geht das Licht aus, Sie haben drei Kinder, Sie müssen, kriegen nur den Strom angestellt, wenn Sie netto das Geld beim Stromversorger auf den Tisch legen, sonst sagt er, es gibt es nicht. Ich schalte nicht wieder an. Du musst bezahlen, bevor ich das Geld nicht habe, schalte ich deinen Strom nicht wieder frei. Und das sind einfach Situationen, die dürfen hier nicht in Deutschland sich ausbreiten. Und da muss es eine Lösung geben. Ich hätte grundsätzlich einen Vorschlag für so eine Lösung. Wenn der nicht erlangt werden kann, muss es eine andere geben für eine Übergangszeit. Und deshalb muss man an der Frage tatsächlich in den Hartsätzen noch einmal tief in sich gehen, ob man nicht diesen Bereich herausnehmen kann und zumindest diese 140.000 Bedarfsgemeinschaften vor diesen katastrophalen Auswirkungen zu schützen. Sie haben auch noch einmal darauf hingewiesen, das finde ich eigentlich ganz gut, dass es die Bundesregierung gemacht hat, dass es bei der Frage der Asylbewerber eine Anpassung gegeben hat. Die Asylbewerber, die in Sammelunterkünften leben, haben andere Kostenstrukturen als die, die das nicht tun. Hier ist es zu einer Abschmelzung gekommen, damit kann ich leben. Das soll jetzt auch kein besonderes negatives Signal sein, aber wir haben ein Thema, das hatten wir früher nicht. Wir hatten früher eben nicht so viele Asylbewerber in Sammelunterkünften leben. Das wird aber jetzt dauerhaft, denke ich, oder in einem gewissen Zeitraum noch ein intensives Thema sein. Darum hat sich die Bundesregierung und Frau Nahles dazu durchgerungen, hier eine 8-prozentige Abschmelzung vorzunehmen. Ich glaube, das kann man auch vertreten. Nichtsdestotrotz, Kollege, Sie müssten langsam, aber sicher, sehr sicher zum Ende kommen. Nichtsdestotrotz möchte ich feststellen, die Bundesregierung hat mit Augenmaß gehandelt. Man kann in Details anderer Meinung sein, aber bei dem Sektor Strom bin ich absolut der Meinung, muss etwas passieren, weil hier sind die Kostensteigerungen über alle Maßen und man kann die Menschen nicht in solchen existenziellen Nöten aussetzen, wie das heute leider in Deutschland der Fall ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als nächstes spricht Kollege Bocklet für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Kollegen und Kolleginnen der LINKEN haben einen Antrag vorgelegt, der im Kern zwei Dinge zur Diskussion bringt. Das eine ist die Angemessenheit der Sätze für Sozialhilfeempfänger und zum Zweiten die Frage, ob es sanktionsfrei geschehen muss oder ob das zu stark sanktioniert wird aktuell. Ich finde in der Tat, das ist eine Frage, die fachpolitisch diskutiert werden muss, die sehr sachlich diskutiert werden muss. Und, Frau Schott, um es vorwegzunehmen, den Kollegen von Caritas, den Sie zitiert haben, das Interview ist sehr lange, und ich finde es sehr beachtlich. Und ich möchte gerne mal etwas zitieren, was ich auch an Ihre Adresse noch einmal richten möchte. Ist ein Hartz-IV-Empfänger arm, wird der Präsident dort gefragt. Und er sagt, mit Hartz IV ist man jedenfalls unter der Armutsrisikoschwelle. Wir können aber die Höhe der Grundsicherung nicht an einer statistischen Konvention orientieren, sondern müssten auch sagen, sonst müssten wir sagen, die Grundsicherung soll über 1.000 € liegen. Wir müssen politisch festlegen, wie hoch die Grundsicherung sein soll. Und dabei müssen wir, jetzt kommt Ihr Satz, dabei müssen wir die Grundsicherung fair berechnen. Die Caritas beispielsweise hat den Vorschlag gemacht, anders als DIE LINKE, den Regelsatz etwa um 60 € zu erhöhen. Nur, jetzt kommt das Spannende, um einmal die Komplexität der Diskussion aufzugreifen. Wenn wir das täten, hätten wir etwa 1 Million mehr Hartz-IV-Empfänger, weil mehr Personen unterstützend zu ihrem Lohn Arbeitslosengeld II erhielten. Richtig? Ist nicht erschreckend. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist aber, was würde dann passieren, sagt er, und ich zitiere weiter. Dann würden die Sozialverbände, Kirchenvertreter und die Linken und Oppositionsvertreter sagen, die soziale Kälte in Deutschland habe zugenommen, weil wir plötzlich mehr Hartz-IV-Empfänger haben. Das, finde ich, ist ein ganz bedenkenswerter Beitrag deshalb, weil es genau um die Frage geht, hat soziale Kälte, hat Armut zugenommen und was bedeutet sie? Und wenn Sie rein immer sagen, wir haben so und so viele Empfänger. Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Schott? Ich will den Gedanken erst einmal ausführen. Das heißt also, weil wir x Millionen Menschen in Bezug von Sozialhilfe haben, ist das Armutsrisiko unbestritten genauso groß für diese Gruppe. Die Frage ist, wenn sie zugenommen hat, das ist ja in der Genetik Ihrer Partei vorgegeben, das weiß ich, deswegen gibt es ja DIE LINKE, weil es Hartz IV gibt. Aber das entbindet Sie nicht davon, darauf hinzugucken, was es bedeutet, wenn man mehr Rechte einräumt,
ob es gleichzeitig mit einem Anstieg der Hartz-IV-Empfänger einhergeht, ob damit gleichzeitig die Armut steigt oder ob die Armutsbekämpfung gestiegen ist. Das ist etwas komplex, und ich bitte Sie auch, da in diesem Zusammenhang, diesmal war Ihre Rede nicht so scharf, Frau Schott, aber ich bitte Sie, genau das mit zu diskutieren. Hartz IV gibt es unter anderem deshalb, weil wir das Menschenrecht und die Würde achten wollen. Und ich sage noch einmal, das ist ein Sozialstaatsprinzip. Und wenn durch die Einführung von Hartz IV viele verdeckte Armut überhaupt erst sichtbar wurde, dann war das ein politisches Ziel. Es war klar, dass die Sozialhilfeempfänger ansteigen werden. Das heißt aber nicht, dass es plötzlich mehr Armut gibt, sondern dass diese Armut sichtbar wurde und sie überhaupt erst möglich ist zu bekämpfen. Das ist ein Teil der Diskussion und ein Teil der Wahrheit. Ich will keinen Zweifel daran lassen. Die Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums ist ein Grundrecht und hat darum in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert. Das Bundesverfassungsgericht leitet ein Grundrecht auf Existenzsicherung, das heißt auf Sicherung der physischen Existenz sowie ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben aus Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz ab. Die Bekämpfung von Armut wird damit zu einer der wichtigsten Aufgaben des Staates, in der der Staat für die Sicherstellung eines für die Existenzsicherung ausreichenden Einkommens der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Sorge zu tragen hat. Die Regelung und Verhängung von Sanktionen, das gehört aber auch dazu, muss die Rechte und Pflichten der Leistungsberechtigten auf der einen Seite und die Rechte und Pflichten des Staates auf der anderen Seite in ein angemessenes und faires Verhältnis setzen. Auch das ist eine ausgewogene Position in diesem Zusammenhang. Das bedeutet, wir müssten zunächst die Angemessenheit der Regelsätze prüfen. Und da gehen wir mit der Linkspartei zumindest in dieselbe Richtung. Es ist natürlich nicht so, dass die Regelsätze so ausgerechnet werden, dass sie den realen Bedürfnissen von dieser Zielgruppe gerecht werden. Das ist natürlich nicht so. Wir wissen, was alles herausgerechnet wurde. Man hat, wie Sie es beschrieben haben, Frau Schott, nicht 20%, sondern nur 15% der Ärmsten genommen, hat bestimmte Bedarfe rausgerechnet, Malstifte, Adventsschmuck, vieles andere. Das ist eine Ungerechtigkeit, die man nachjustieren muss. Ich finde, dass die Bundesregierung tatsächlich sich in diesem Zusammenhang viele Situationen wegrechnet, rausrechnet und Teilhabe damit verhindert. Deswegen sind wir auch als GRÜNE im Bund wie im Land der Meinung, dass diese Angemessenheit anders, besser berechnet werden muss als bisher. Dazu stehen wir auch. Das heißt aber nicht, dass man, wenn es zu einer Verbesserung kommt und die Anhebung, auch wenn sie aus unserer Sicht zu gering ist, wenn die Anhebung nun kommt, wie die Bundesregierung aus SPD und CDU sie beschlossen hat, um 5 Euro beispielsweise, dass das der falsche Schritt ist. Es bleibt natürlich erst einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Er ist nicht angemessen. Aber warum soll ich im Bundesrat gegen etwas stimmen, was ich im Kern erst einmal in die richtige Richtung verstehe? Das ist erst einmal der richtige Schritt. Jeder kleine Schritt, ist, wenn er richtig ist, bleibt er richtig. Und nur weil ich mehr will, muss ich nicht den richtigen Schritt erst einmal ablehnen. Deswegen ist die Position ja. Wir brauchen eine bessere Berechnung auf Bundesebene, eine ehrlichere Berechnung. Wir brauchen eine andere Angemessenheit der Regelsätze. Ja, das teilen wir. Aber der erste Schritt, die zu erhöhen, ist auf jeden Fall nicht falsch. Deswegen würden wir als GRÜNE dem auch nicht entgegenstehen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, der Frage der Sanktionsfreiheit. Wir haben schon einmal darüber geredet, auch letztes Jahr. Ich habe es noch einmal nachgelesen. Wir haben etwa 1 Million verhängte Sanktionen, 730.000 davon, also etwa 73, das kann man sogar, ich schaffe sogar ich nachzurechnen, 73%, das habe ich Ihnen damals schon gesagt, der Sanktionen sind deshalb verhängt worden, weil die Menschen überhaupt nicht zum Gespräch kamen. Das heißt, man hat die vorgeschlagenen Termine, und zwar nicht nur einmal und nicht nur zweimal, sondern dreimal kamen die eingeladenen Personen überhaupt nicht zum Gespräch ins Jobcenter. Und wenn wir das Thema Fördern und Fordern ernst nehmen, dann müssen wir auch erwarten können, dass jeder, der vom Staat Sozialleistungen will, sich zumindest auf dem Jobcenter blicken lässt und sagen kann, ich biete meine Unterstützung an, bitte gebt mir Hilfe. Aber wenn 73% erst gar nicht kommen, dann kann ich nicht mit dem Schaum vom Mund sagen, dass das Jobcenter drangsaliert und sanktioniert, sondern das ist eine ganz normale Mitwirkungspflicht, die wir eigentlich alle in diesem Saal immer befürwortet haben. Wer etwas vom Staat möchte, da kann der Staat helfen. Aber er kann auch nur helfen, wenn die Leute daran mitwirken und diese Mitwirkungspflicht existiert. Und wer gegen die Mitwirkungspflicht verstößt, muss damit rechnen, auch dass die Sanktionen dann greifen. So einfach ist es.
Das ist systemimmanent, das liegt in der Logik begründet. Deswegen ist also eine völlige Sanktionsfreiheit Unfug. Die Frage ist natürlich auch hier, was das Bundesverfassungsgericht letztes Jahr in Gotha die Frage gestellt hat, sind Sanktionen gegen das Existenzminimum verfassungskritisch, verfassungsfeindlich. Es kam leider nicht zu einem Urteil, hat den Fall abgelehnt, es zu behandeln. Ich wäre sehr gespannt gewesen. Wir vertreten die Auffassung in der Bundestagsfraktion zumindest, dass man nicht alles kürzen kann, sondern nur Existenzminimum steht jedem Menschen zu. Dass dort, es geht um eine 10-prozentige Möglichkeit der Kürzung bei einem anzusparenden Bedarf etwa. Da könnte man sanktionieren. Also eine komplette Sanktionierung halten wir auch für sehr kritisch. Aber es ist völlig klar, das vermisse ich bei der Linkspartei auch. Da nuscheln Sie weg oder sind an völlig anderer Meinung. Ich kann Menschen nur dann helfen, wenn sie sich auch helfen lassen wollen. Und das ist die Beteiligung der Mitwirkungspflicht. Und wer 73% das nicht ausschlagen, kann ich nicht nur sagen, die sind nicht schuld daran. Die haben dann eine aktive Schuld, und sie müssen sich denn der Frage auch stellen. So, und das, Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Wilken. Also, wenn wir sagen, dass diese 73% sind eigentlich selbst in irgendeiner Art und Weise haben die Zusammenarbeit verweigert, müssen wir uns dem letzten Viertel sich zuwenden. Ja, wir sind unzufrieden lange Jahre, und ich glaube, auch in vielen Jobcentern ist es noch nicht der Weisheit letzter Schluss, was das hohe Potenzial des Förderns betrifft. Ich selbst habe immer wieder diese Rede hier gehalten, dass die Eingliederungstitel in Hessen, damals 350, heute rund 280 Millionen €, dass diese Eingliederungsmittel nicht völlig ausgeschöpft werden. Das sind Mittel, die für Langzeitarbeitslose, für Arbeitslose gedacht sind, damit sie gefördert und in Arbeit kommen. Dafür ist es gedacht. Und wenn das nicht ausgeschöpft wird und vor allem nicht klug ausgeschöpft wird, dann kommt das Geld nicht bei den Menschen an. Damit kommt es nicht an, dass die Menschen wieder in Arbeit und Einkommen finden. Das ist unsere Kritik. Fördern muss ausgebaut werden. Deswegen sind wir auch der Meinung, dass es bei Menschen, die ihren Eingliederungsplänen nicht zustimmen, auch nicht zu Sanktionen kommen darf. Da muss es andere Möglichkeiten geben, dass die Menschen so attraktive Förderungen erhalten, dass sie auch gerne die Eingliederungspläne annehmen. Das ist eine fachpolitische Diskussion. Die gehört sich auch dann, dass man auch die Situation in den Jobcentern sich genau anguckt. Die Kritik reißt auch nicht ab. Aber an dem Prinzip des Förderns und dann des Forderns kann es doch keinen Zweifel geben. Und gerade wenn Sie noch einmal sagen, für Menschen unter 25, es ist mir ein Rätsel, mir fällt gar nichts anderes ein, als diese Jugendlichen stärker zu fordern, ihnen zu sagen, eure Zukunft liegt noch vor euch. Geht zu den Jugendjobcentern, meldet euch dort. Ihr habt eine Riesenpalette an Fördermöglichkeiten. Und wenn die nicht kommen, sie dann zu sagen, war nicht so gemeint, dann nehmen wir unsere sozialpolitischen Ansprüche doch eigentlich selbst nicht ernst. Und Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Wir wollen, dass die Angemessenheit der Regelsätze stärker geprüft werden, wohlwollender geprüft werden, weil ich glaube tatsächlich, dass sie nicht alle Lebensbedarfe beinhaltet. Wir wollen aber trotzdem, dass das Fördern und Fordern das Prinzip, dass das fortgeführt wird mit Augenmaß, aber jemand auch zum Gespräch erscheinen muss, wenn das tatsächlich notwendig ist. Und deswegen verstehe ich nicht die Forderung nach einem sanktionsfreien, überdimensionierten Anforderung der linken Partei. Und da stimmen wir auch dagegen. Danke schön. Vielen Dank. Als Nächster spricht Herr Abg. Merz für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin ganz froh, dass die letzten beiden Beiträge erstens zum Thema waren und dass Sie das weitgehend, dass die beiden Kollegen das in einer sachlichen Art und Weise gemacht haben, sich mit dem Antrag der LINKEN tatsächlich auseinanderzusetzen. Und das will ich auch tun. Kollege Bocklet hat den Präsidenten des Caritasverbandes zitiert. Ich wollte ein gleichlautendes Zitat des Generalsekretärs des Caritasverbandes hier an den Anfang meiner Rede stellen. Das kann ich mir jetzt sparen. Aber es läuft in der Tat darauf hinaus, zusammengefasst, dass es nicht ausreicht, einfach nur über Geld zu reden. Es reicht, wenn wir über die Frage der Weiterentwicklung des SGB II reden, nicht aus, nur über Geld zu reden, und das auf die Art und Weise Bundesregierung plus 10%. Das ist keine politische Strategie zum Umgang mit in der Tat einem drückenden Problem, einem, das uns in der Sozialpolitik am meisten drücken muss, nämlich einer sich verfestigenden Arbeitslosigkeit in einem bestimmten Segment der Bevölkerung. Eine Arbeitslosigkeit, eine Verfestigung, die auch mit der Reform des SGB II oder an deren Ende das SGB II stand, nicht
beseitigt werden konnte oder nicht verhindert werden konnte. Über den Zusammenhang wäre jetzt viel zu sagen, weil ich glaube nicht, dass der Zusammenhang zwischen SGB II und Armut und dieser sich verfestigenden Armut so ist, dass man sagen kann, das SGB II ist daran schuld, sondern wir haben eine wirtschaftliche Situation, auf die übrigens das SGB II eine Antwort war, eine unvollständige und in der praktischen Ausführung auch mit vielen Problemen behaftete, aber es war eine Reaktion auf eine wirtschaftliche Situation, in der Massenarbeitslosigkeit geherrscht hat und in der eine Massenarbeitslosigkeit geherrscht hat vor dem Hintergrund einer internationalen Entwicklung und einer Globalisierung auch der Arbeitsmärkte, der Investitionen sowieso, die den Druck auf den deutschen Arbeitsmarkt ausgeübt haben, an dessen Ende in der Tat Druck auf die Löhne und Druck auf die Arbeitsverhältnisse ausgeübt worden. Sie machen in Ihrem Antrag, ich will das gleich mal am Anfang sagen, ich werde dann noch zu einigen anderen Teilen des Antrags etwas sagen, gleich am Anfang unter der Überschrift der Druck auf die Löhne nimmt zu, im Grunde das SGB II alleine verantwortlich für den Druck, der in der Tat auf die Löhne zu beobachten ist, allerdings in den letzten Jahren auch wieder etwas abgemildert worden ist, insbesondere nämlich, weil sich die konjunkturelle Situation gebessert hat. Ich will jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt haben sich deswegen gebessert, weil Deutschland sich zu einer Arbeitsmarktreform verstanden hat. Es gibt Leute, die tun das. Ich will so weit gar nicht gehen. Ich konstatiere nur, dass es nach meiner Auffassung unzulässig ist, einfach zu sagen, die sich verfestigende Arbeitslosigkeit in einem Teil der, bei einem Teil der Bezieher von SGB II, bei einem Teil der Bezieher von SGB II hat nicht alleine etwas mit dem SGB II zu tun, sondern er hat in der Tat etwas damit zu tun, mit wem wir es hier zu tun haben. Ich bekomme gesagt von Vertretern des Jobcenters, von Vertretern der Arbeitsagentur in meiner Region, dass sich auch in diesem Segment auf dem Arbeitsmarkt etwas tut, dass es gelingt, Menschen in Arbeit zu vermitteln. Aber das ist das marktnahe Segment. Und jetzt können wir viel darüber reden. Das tun Sie in Ihrem Antrag auch, eher beiläufig übrigens, über die Frage der Arbeitsmarktförderung, der Arbeitsmarktbudgets zu reden. Ich glaube, dass sie erstens nicht ausreichen. Da stimme ich zu. Und ich glaube, dass zweitens die Jobcenter sich zu sehr unter dem Druck, auch Vermittlungszahlen vorweisen zu müssen, dass sich die Jobcenter zu sehr auf diese marktnahen Segmente konzentriert haben, vor dem Hintergrund geringer Mittel und des Drucks, Vermittlungszahlen vorzuweisen. Dass es aber eine Gruppe von Menschen gibt, ich weiß nicht, die beiden Kollegen eben haben auch davon gesprochen, eine Gruppe von Menschen gibt, wo man in der Tat sagen muss, dass ihre Qualifikation, so wie sie sich im Moment sich darstellt, wie sie natürlich sich entwickelt hat im Laufe einer Biografie, beziehungsweise wie sich Biografien zu entwickeln drohen, wenn wir über Kinder und Jugendliche reden, deren Qualifikation, deren persönlicher Zustand, deren gesundheitlicher Status es eben nicht zulässt, zum jetzigen Zeitpunkt, zum aktuellen Zeitpunkt eine Vermittlung in den Arbeitsmarkt und schon gerade in den ersten Arbeitsmarkt möglich zu machen. Und dafür und deswegen muss an diesem Segment jetzt noch einmal, ich glaube, Kollege Rock hat darauf hingewiesen, besonders gearbeitet werden und müssen in der Tat neue Förderkonzepte entwickelt werden. Aber diese Situation alleine mit den Mitteln des SGB II beseitigen zu wollen, würde auch wieder zu kurz greifen. Wenn man, SGB II ist kein Mittel zur Armutsprävention. Das SGB II ist in dem Teil, in seinem Leistungsteil, auch ein Mittel, kein Mittel zur Arbeitsbekämpfung. Armutsprävention und Armutsbekämpfung ergibt sich aus einer vernünftigen Bildungspolitik, aus einer vernünftigen Familienpolitik, aus einer anständigen Wohnungspolitik, aus einer aktiven Arbeitsmarktpolitik, aus einer aktiven Wirtschaftspolitik, die arbeitsmarktorientiert ist, und übrigens auch aus einer Politik. Ich weiß nicht, was das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, aus einer Politik, die die internationalen Märkte regelt und die Globalisierung gestaltet. Das will ich einmal an die Adresse derer richten, die an der Stelle immer in die falschen Hörner tun. Aber das gehört jetzt hier nicht zum Thema. Und ich habe mir vorgenommen, man muss zwar nicht zum Thema reden, wenn man hier vorne steht, das haben wir heute auch schon gehabt, aber ich wollte eigentlich schon beim Thema bleiben. Also, zu glauben, und das schimmert in dem Antrag so durch, weil Sie immer Armut und SGB II-Bezug gleichsetzen auf der Phänomenebene und auch im Ursache-Wirkungsverhältnis. Ich glaube, dass das zu kurz greift.
Das ist mein fundamentaler Einwand gegen Ihren Antrag. Ich will jetzt noch ein paar Sachen sagen, vielleicht zu einzelnen Punkten. Ich habe schon etwas gesagt zu dem Zusammenhang Druck auf die Löhne und SGB II. Auf der zweiten Seite Ihres Antrags, die Spaltung der Bevölkerung nimmt zu, haben Sie zum Beispiel, sagen Sie, noch nie hat es so viele Erwerbstätige gegeben, immerhin, aber ebenfalls noch nie so viele prekäre Tätigkeiten und Teilzeitbeschäftigungen. Ich will nur einmal darauf hinweisen, dass ich es nicht ganz redlich finde, prekäre Beschäftigungen und Teilzeitbeschäftigungen in einem Atemzug ohne weiteres zu nennen. Nicht jede Teilzeitbeschäftigung ist prekär. Viele Teilzeitbeschäftigungen sind so, weil die Menschen sie sich so wünschen. Ja, ich weiß, wir müssen nicht darüber reden, dass es sehr viele gibt, Vollzeitbeschäftigungen, die umgewandelt worden sind, dass es an der Stelle auch Missbrauch gibt. Aber ich warne davor, immer das Kind gleich mit dem Bade auszuschütten, sondern in der Argumentation über eine differenzierte Problemlage und über eine differenzierte Personengruppe auch ein bisschen differenzierter zu argumentieren, als Sie das tun. Zweitens. Was die Frage der Referenzgruppe angeht, ich weiß nicht, wo Sie Ihre Informationen her haben. Nach dem Schaubild, das ich hier habe, beträgt die Referenzgruppe immer noch 22,3% und nicht 15. Und es ist herausgerechnet worden, die ganze Gruppe der SGB-II-Bezieher, die keine sonstigen Einkommen haben, sondern die ausschließlich von SGB II ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das ist im Grunde eine Änderung zum Positiven. Also ich kann es nicht anders, zusammenfassen. Und davon ausgehend kommen wir und bei der Erhöhung wie jetzt kommen wir bei einer andersrum. Wir haben im Moment eine Armutsrisikogrenze, die bei 60% der mittleren Einkommen liegt. Ob das richtig ist oder nicht, auch darüber wäre zu reden, weil Armut ist ein auslegbarer Begriff. Armut ist ein auslegbarer Begriff und deswegen ja. Und absolut, aber auch in dieser Differenzierung sind es auslegbare Begriffe. Und ich finde, auch da sollte man ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Es ist richtig, ohne Umschweife, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Sozialhilfe, im SGB-II-Bezug drückend hoch ist, dass die Kinderarmut das drückendste Problem im Gesamtkontext Armut ist. Und dass deswegen gerade hier eine, und ich stimme mit der Einschätzung, dass die Erhöhungen nicht ausreichen, überein. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ich dachte, das wäre sozusagen konkludent. Ich sage es jetzt explizit. Und dass das insbesondere für Kinder und Jugendliche gilt. Ich will allerdings hervorheben, das ist bei Ihnen so ein bisschen untergegangen, dass in der Tat für die Gruppe der Schulkinder die Erhöhung immerhin 21 € beträgt. Das ist nicht nichts, das ist substanziell. Wir können jetzt darüber reden, wie es bei den Unter-Sechsjährigen sein müsste. Und auch bei den Jugendlichen muss das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Und ich glaube, dass der Weg zu einer eigenständigen Kinder- und Jugendgrundsicherung zumindest ein diskussionswürdiger ist. Sie übrigens, meine Damen und Herren, schlängeln sich so ein bisschen bei dem Sanktions. Ich habe jetzt über den Sanktionsteil nichts gesagt. Da hat Kollege Blocklet relativ viel gesagt. Das ist alles auch grosso modo richtig. Dass Sie sich herummogeln um die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens. Darum mogeln Sie sich herum. Da wollen Sie offensichtlich nicht dran, aber Sie versuchen es mit dem Sanktionsfreien. Aber wie gesagt, das will ich jetzt nicht vertiefen. Ich will noch einen Satz. Nee, ich kann eigentlich nicht mehr. Ich hätte gerne noch etwas zu den Energiekosten gesagt. Wer sich mit der Frage ein bisschen auskennt, wie das in der Realität aussieht, weiß, dass es da ein bisschen ähnlich so ist wie bei den Sanktionen im SGB-II-Bezug. Es gibt immerhin noch ziemlich viele SGB-II-Bezieher, die ihre Energierechnung bezahlen. Und jeder, der weiß, wie Stadtwerke und kommunale Wohnungswerke, wie die damit geplagt sind, der hat eine Ahnung, dass es nicht nur an der Höhe des SGB II liegen muss. Herr Kollege, ich hatte den Eindruck, Sie wären fertig. Wir könnten, wenn wir von dem derzeitigen Prinzip wieder zum Teilsachleistungsprinzip übergehen würden und die Stromrechnung von den Jobcentern bezahlen lassen würden, wären wir an der Stelle auch weiter. Auch. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Grüttner. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das ist eine Diskussion, die uns ja nicht das erste Mal
hier in dem Hessischen Landtag auch beschäftigt. Es ist ja schon darauf hingewiesen worden, dass wir vor etwas mehr als einem Jahr über ein Urteil des Gothaer Sozialgerichts hier eine Debatte über die Fragestellung von Sanktionen geführt haben. Darauf werde ich auch noch einmal zurückkommen. Und es ist halt in der Tat so, dass jetzt die anstehenden Beratungen zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für das Regelbedarfsermittlungsgesetz offensichtlich noch einmal zum Anlass genommen worden ist, eine Aktion wieder aufleben zu lassen seitens der antragstellenden Fraktion, die ja nun auch nicht mehr so neu ist. Ich erinnere nur an den im Bundestag gestellten Antrag vom 17.12.2014, der witzigerweise die Überschrift hat, gute Arbeit und eine sanktionsfreie Mindestsicherung statt Hartz IV. Und genau diese Überschrift ist ja mehr oder minder, ziert ja jetzt auch den aktuellen Antrag der linken Fraktion. Insofern ist das ja keine neue Diskussion, die uns an dieser Stelle erreicht. Aber es ist, und das will ich auch zugestehen, eine Diskussion, bei der wir uns auch sehr ernsthaft darüber auseinandersetzen müssen, welche Wege wir gehen im Hinblick auf die Fragestellung, Menschen, die auf staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen sind, auch Hilfestellungen zu geben. Und an dem Punkt will ich dann schon auf einige Sachen eingehen innerhalb des linken Antrages, bei denen ich sage, dass man das etwas differenzierter betrachten muss. Wenn Sie praktisch fordern, eine generelle Ablehnung praktisch des Regelbedarfsermittlungsgesetzes und versuchen, eine neue Systematik auf den Weg zu bekommen, dann müssen wir schon noch einmal darauf rekurrieren, zu sagen, wie kommen wir denn zu den einzelnen Ergebnissen? Und die Grundlage dafür ist nun einmal die Einkommens- und Verbraucherstichprobe, und sie liegt vor. Und natürlich kommt mit diesem vorliegenden Gesetz der Bundesgesetzgeber seiner Verpflichtung nach, die Regelbedarfe verfassungskonform zu ermitteln. Und deswegen sind die einschlägigen Entscheidungen sowohl des Bundesverfassungsgerichts als auch des Bundessozialgerichts zu den Regelbedarfen und zu den Regelsätzen an dieser Stelle umgesetzt. Ich sage Ihnen an dem Punkt, wir prüfen diesen Gesetzentwurf sehr genau seitens der Länder. Wir bedauern, auch das sage ich sehr deutlich, wir bedauern sehr, dass er relativ spät vorgelegt worden ist und die Zeiten einer intensiven Beratung an dieser Stelle auch unter einem entsprechenden Zeitdruck stehen. Und es ist ja nicht nur die Fragestellung der Beratungen, bei denen der Zeitdruck entsteht, sondern es ist auch die Fragestellung letztendlich der Umsetzung, die wir entsprechend vornehmen müssen. Und deswegen will ich klar oder am Ende meiner Ausführungen, weil auf drei, vier Punkte will ich schon noch eingehen innerhalb des linken Antrags, auch die Punkte noch einmal aufführen, mit denen wir uns als Länder zum jetzigen Zeitpunkt beschäftigen, damit Sie wissen, dass der in einem großen Teil auch Gegenstand der Debattenbeiträge, die heute hier vorgenommen worden sind, sich darin widerspiegelt. Aber ich will schon noch einmal sagen, wenn man eine bedarfsdeckende, sanktionsfreie Grundsicherung fordert, dann bedeutet dieses im Ergebnis, dass man den Weg hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen beschreitet. Und dies wäre nach meiner Auffassung, nach Auffassung der Landesregierung, ein völliger Irrweg und würde vollkommen unverantwortliche Risiken bergen, einen solchen Schritt zu gehen. Denn durch die Aufgabe von Sanktionen würden nämlich Anreize gesetzt werden, sich letztendlich im Leistungsbezug einzurichten und sich damit, und das sage ich auch sehr deutlich, auf Kosten der Steuerzahler dann durchaus auch ein möglicherweise bequemes Leben zu machen, wenn auch mit einem relativ geringen, auf einem relativ geringen Niveau. Und es würde, und das ist das Entscheidende, letztendlich zu einer sozialen Ungerechtigkeit führen, und das werden wir an dieser Stelle nicht zulassen. Vollkommen klar ist, dass das Existenzminimum gedeckt sein muss. Und es ist aber darüber hinaus die Aufgabe eines jeden Einzelnen, mit dieser Unterstützung auch wieder selbst Fuß zu fassen. Und deswegen wird das Prinzip des Förderns und Forderns an dieser Stelle auch in Zukunft umgesetzt werden. Ohne die Mitwirkung des Einzelnen wird es an dieser Stelle schlicht und einfach nicht gehen. Zweiter Punkt. Wenn Sie in Ihrem Antrag praktisch fordern, dass die Leistungen, die über die Bildung und Teilhabe den Kindern und Jugendlichen zuteil werden, aufgelöst und in einen eigenen Kinderregelsatz einzubauen sind, ist auch dieses ein Weg, der eher zu Benachteiligungen als zu Vorteilen für die Betroffenen führt.
Also, ich kann mich ja noch sehr genau erinnern an das Gesetzgebungsverfahren, das letztendlich in dem Bildungs- und Teilhabepaket geendet hat, weil in der Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses war ich zum damaligen Zeitpunkt mit beteiligt. Und wir haben sehr genau geschaut, wer nimmt es denn in Anspruch. Und wenn wir heute sehen, aus den Rückmeldungen der kommunalen Gebietskörperschaften, dass dieses Bildungs- und Teilhabepaket auf ein großes Maß an Zustimmung stößt. Rund 85% der leistungsberechtigten Haushalte sehen in den zusätzlichen Leistungen eine wirklich gute Unterstützung. Und diese Unterstützung wird auch dann zielgerichtet gemacht. Und zwar, wenn ich das Mittagessen brauche, ist es für das Mittagessen. Wenn ich es für den Sportverein brauche, ist es für die Teilhabe an den Aktivitäten des Sportvereins. Es wird immer für den entsprechenden Zweck eingesetzt. Würden Sie es jetzt beispielsweise in eine Geldleistung umformieren, dann würden Sie auch gar keine zielgerichtete Wirkung mehr mit den Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabegesetz erzielen. Denn dann bliebe letztendlich nur ein Durchschnittsbetrag übrig, unabhängig davon, ob man am Mittagessen teilnimmt, unabhängig, ob man an Vereinsaktivitäten teilnimmt und vieles andere mehr. Insofern steht einfach zu sagen, dass das Bildungs- und Teilhabepaket an dieser Stelle der richtige Weg ist, tatsächlich auch Teilhabe zu ermöglichen. Und ein weiterer Punkt, eben die Frage der Abschaffung der Sanktionen, darauf bin ich schon eingegangen. Ich will kurz auch nur eingehend auf den Antrag sagen, dass logischerweise die vollständige Übernahme der Kosten der Unterkunft durch den kommunalen Träger letztendlich auch vollkommen ins Leere geht, weil auch die kommunalen Träger sind an Gesetz und Recht gebunden. Insofern besteht hier überhaupt keine Möglichkeit, entsprechend zu handeln. Ich will aber eben im Hinblick auf die Fragestellungen, die die Kollegen mit eingegangen sind, ein paar Punkte ansprechen, die momentan in der aktuellen Diskussion sind. Wir sind nach wie vor sehr intensiv bei den Beratungen im Hinblick auf das Gesetzesvorhaben der Bundesregierung in der Diskussion, inwiefern wir Leistungen, die Aufstocker beispielsweise bekommen, herausrechnen, um letztendlich nicht durch entsprechende Zirkelschlüsse für einen betroffenen Personenkreis Nachteile zu generieren, wenn wir Leistungen, die Aufstocker letztendlich beziehen, dann nicht herausrechnen. Wir müssen eine Unterscheidung in den Regelbedarfsstufen sehr schlüssig begründet bekommen von der Bundesregierung, damit sie auch nachvollziehbar sind. Und an dieser Stelle ist das, was Kollege Rock eben auch in die Diskussion mit eingeführt hat, einer der Punkte, bei denen wir uns sehr intensiv damit beschäftigen. Wir haben als Länder einen Antrag formuliert, der die Bundesregierung auffordert, bei der Ermittlung der Regelbedarfe die Anteile für Energiekosten unter Berücksichtigung der verschiedenen tatsächlichen Gegebenheiten bei der Energielieferung und Nutzung und insbesondere beim Haushaltsstrom realitätsnah zu ermitteln und festzusetzen. Also an dieser Stelle gehen wir in diese Diskussion hinein, ob ein Weg des Herausnehmens und einer direkten Begleichung der richtige Weg wäre. Das weiß ich, will ich jetzt, kann ich an dieser Stelle gar nicht beurteilen. Da stimme ich dem zu, was Herr Merz gesagt hat. Es gibt ja noch viele SGB-II-Bezieher, die bezahlen ihren Strom. Und es gibt welche, die bezahlen ihn eben nicht. Aber wenn die Fragestellung der bedarfsgerechten Ermittlung auch unter den unterschiedlichen Lieferbedingungen zum Gegenstand der Regelbedarfsberechnung werden würde, wären wir schon einmal einen Schritt weiter an dieser Stelle. Und dort versuchen wir auch, uns entsprechend einzubringen. Insofern gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Positionen. Die Sitzung, die sich mit dieser Fragestellung auseinandergefasst hat, insofern ist es tatsächlich sehr aktuell, fand am 10. Oktober statt. Wir gehen jetzt in den Beratungen in den Bundesrat. Und ich will an dieser Stelle nur sehr deutlich machen, wir haben als Länder, und zwar in unserer Gesamtheit, immer wieder, wenn es um die Fragestellung der Regelbedarfsermittlung geht, uns eingebracht mit den Erfahrungen, die wir auch aus den kommunalen Jobcentern und aus den gemeinsamen Einrichtungen entsprechend bekommen haben. Und es geht nicht in die Richtung einer generellen Auflösung eines solchen Ermittlungsverfahrens, sondern an die Anpassung der Realitäten, die vor Ort vorhanden sind
Und auf diesem Weg befinden wir uns, weil letztendlich müssen wir denjenigen, die auf diese Hilfestellungen angewiesen sind, neben der Frage der materiellen Hilfe natürlich noch einen ganzen weiteren Strauß von Hilfestellungen anbieten. Das geht über die Fragestellung von Beratungsleistungen, über Bildungsangebote und vieles andere mehr hinaus. Dort sind wir, denke ich, aber in unserem Land gut aufgestellt und auf einem guten Weg. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wie in der Geschäftsordnung vorgesehen und wohl auch vereinbart, gehen beide Anträge in den SIA. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt erledigt. Und wir haben die Zeit der vereinbarten Mittagspause erreicht. Ich unterbreche die Sitzung. Wir setzen fort um 14:10 Uhr. Vielen Dank.